Wo ist der Hänger? Hänger? Der da oder was? Muss der rückwärts rankoppeln? Ja. Kein Problem. Müssen wir das nicht auch anbauen hier oder ist das egal? Hydraulik hier? Okay, hast du Schiss, dass ich die einfach abkippe, ja? Ich weiß nicht, was ich tue. Ich fahre das Ding schon seit gestern. Hast du dir das angeguckt, wie er das gemacht hat, dass wir das nachher wieder hinkriegen? Nee. Und das ist jetzt vom Gewicht her gar kein Problem für unseren kleinen Deutsch. Du darfst bis 8 Tonnen wagen, dass du mit Auflaufbremse fahren. Was geht da so rauf? 8 Tonnen. Und was wiegt das Teil? 2132,4 Kilo. Schätzwert. Nee, gut, ne? Ja, voll geil. Dann fahren wir jetzt zu mir, laden meinen ganzen coolen Kram ein und dann kommst du uns mal im Klimasland besuchen. Dann mach ich. Kannst du mal ins Aerotrim einsteigen? Das mache ich auch. Wirklich? Aber das ist mit Kotzgarantie oder wie war das? Nee, das ist nicht so schlimm. Du hast einen zentrierten Punkt so. Das ist alles halb so wild. Auf jeden Würdest du das wirklich machen? Ja, das würde ich machen. Okay. Aber einer, der da mit aufpasst und bremst, wenn hier, ich bin der erfahrenste Fahrer, den es dafür gibt. Ja, bestimmt. Ich bin der einzige und erfahrenste. Bisher der einzige und erfahrenste, genau. Andi, vielen Dank. Hau rein. Ja. Bis bald. So, jetzt bin ich richtig am Arsch. Das wird witzig. Das wird so beschissen, ich kann das nicht, ey. Fuck, fuck! Oh, Franz, die bringt uns um, das darf sie niemand. Was ist denn jetzt hier? Ist das jetzt richtig oder nicht? Das Ding muss nach vorne. Warte. Nichts machen, nichts anfassen, Hände weg. Ja, hier. Einfach nur reindrehen hier, die Olie. Das blockiert ja wieder. Okay, mach mal was. War ich irgendwie richtig oder so? Ist der schon so gestellt? Nee, das ist richtig so. So ist das richtig. Ah, nee. Natürlich, so ist das richtig. Nee, so ist das falsch. Oh, so ist das falsch. Ey, wie schwer ist denn das? Alter Mann, ey. Kommt da nie an. Niemals. In welche fucking Richtung? Das ist diese Scheiße. Oh, da ist doch so ein Gelenk. So ist das doch richtig. Nee, warte, Jürgen. Was ist denn das für ein Kack, ey? Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich komme da niemals hin. So, und jetzt will ich nach da. Das heißt, ich fahre links. Ich bin die ganze Zeit im Hasenmodus gefahren. Schalt mal um auf Schildkröte. Mann, ey, das geht nicht hier! Du gibst einen Mini-Impuls für 2 Sekunden und sofort hast du es verkackt. Das ist doch scheiße hier. Okay, ich hab verstanden. So fährt man aber nicht. So fährt niemand Trecker, Alter. Das ist eine Katastrophe hier. Mann, das funktioniert nicht, ey. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Diese scheiß Achse da vorne muss weg hier. Die Achse muss weg. Die muss stabilisiert werden. Lass sie mal festschweißen. Willst du mal probieren? Scheiße. Der Meister hier mit seinem hier so und so, der soll das jetzt mal zeigen, wie das geht. Ey, dieses Ding dreht sich sofort weg. Rückwärts fahren ist was für Loser. Okay, sieht aber aus wie ein Landwirt. Okay. Ja, du machst das gut. Weiter reindrehen. Ja. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Aber jetzt kommt die Problemstelle hier. Ey, haben wir uns schon 1 Millimeter verbessert, seitdem wir auf dem Hof gefahren sind? Nee, ne? Hey, warum ist das so schwierig, Alter? Ich meine, letztlich könnten wir das auch hier stehen lassen, aber jetzt geht es auch ein bisschen um die Treckerfahrehre. Der kommt gut, leider Gottes. Leider kommt Hauke ganz gut. Ja, schön. Jetzt zieh wieder nach. Oh. Ja. So, und wie machen wir es jetzt? Abkoppeln, rumlaufen und neu ankoppeln. Hauke hat anscheinend einen Plan. Jetzt hat er sich ehrlich gesagt in eine ziemlich gute Ausgangssituation gebracht. Du fährst einfach nur hinterher. Also vor, aber hinterher. Du musst in die andere Richtung. Stopp mal. Fahr mal weiter nach vorne. Nee, so ist genau falsch. Falsch. Genau falsche Richtung. Fahr mal nochmal nach vorne. Du musst den so drücken, damit er so fährt. Einfach in die andere Richtung lenken. Genau das Gegenteil von dem machen, was du eigentlich machen willst. Das wird nie was, Alter. Oh Gott, wir werden hier noch die nächsten 2 Stunden hinterherfahren. Das ist einfach nicht so, wie ich das will. Ja. So ist gut. Okay, jetzt zurücklenken. In die andere Richtung. Ah, zu viel. Scheiße, wir haben genau den Moment verpasst, aber. Ich muss das Huhn mal in Sicherheit bringen. Ich muss einmal in Sicherheit. Wir können ihn schieben. Na gut, das ist so armselig. In die Richtung. Oh, das ist aber schwer. Da ist aber Öl dran. Oh, das war die Bremse. Ich bin so dumm, wieder die gleiche Kacke gepackt hier. Okay, ihr schiebt, ich mache hier die Lenkung. Also, wenn Andi fragt, dann hat das hier problemlos funktioniert. Guck mal, jetzt zeig ich dir mal, wie man rangiert. Könnt ihr beide schieben? Eins. Guck mal, ich mache hier richtig was mit. Schiebt ihr schon? Eins, zwei. Ich hab Durst. Das kann man locker schieben. Die Bremse ist angezogen. Hasse euch, das muss hoch. Die Bremse ist angezogen. Ach so, ja, natürlich. Ich verstehe nicht, warum ihr da nicht keinen Schub drauf gekriegt habt. So, jetzt. Guck mal, jetzt kommt er. Genau. Mann, das geht nicht. Dafür ist auch der scheiß Trecker da, ey. Der Trecker ist dafür da, um den Hänger hier über den Hof zu schieben, oder was? Schwierig zu schieben, natürlich demnach.
Jetzt haben wir die Kacke abgekoppelt, wir sind komplett am Arsch. Ich rufe nicht an, Lian. Dann lass das Problem noch auf später verschieben und jetzt erstmal voll machen. Okay, pass auf, Kompromiss. Wir koppeln erst an und dann laden wir den ganzen coolen Kram ein, okay? Dann ist das schon mal geklärt. Dann können wir zumindest gerade wieder runterfahren. Zum Glück haben wir hier so ein paar saubere Lappen, mit denen ich mir die Finger wieder sauber machen kann. Nein, nein! Zieh rüber einfach, kannst du ja bewegen, hab ich eben auch gemacht. Ja, das weiter. Jawohl, schön. Ja, yeah, sauber. Ich meine, rückwärts reinfahren ist nicht schwer, aber lass mal hier stehen lassen, weit ist es ja nicht. Bitte, Alter, die steht da seit... Mann, ja, die wiegt 2 Tonnen. Hauke, komm mal her. Nee, du kommst auf meine Seite, Franzi. Hauke macht eine und wir beide machen. Eins, zwei... Oh Gott! Die ist so schwer. Ey, du... Okay. Ah, warte! War doch gerade. Oh. Pause! Pause, wirklich? Ich konnte noch. Das müssen wir allerdings mal fit machen, da ist noch ein bisschen was dran zu tun. Aber die lief mal. Die habe ich eigentlich funktionierend in die Garage gestellt. Hier kannst du die immer hinfahren. Was wir unbedingt im Klimasland brauchen. Natürlich kein Fahrrad. 5 PS Bootsmotor. Oh, hier, die können wir noch. Guck mal hier, das ist richtig geil. Stell dir das mal als Antrieb vor. Den ganzen Haufen oder was? Aber das brauche ich ja eigentlich auch ganz oft. Du hast mich schon oft da reingreifen sehen, oder? Das ist ja einfach wertvolles Material. Auf ein paar Sachen können wir uns ja einigen. Ja, ich brauche die, aber das meine ich auch wirklich. Ich brauche die hier. Guck mal, was ich hier zum Beispiel schon öfter machen musste. Hier anbauen, damit das hier sauber ablaufen kann. Ich habe noch nie was damit gemacht. Noch nicht. Ich nehme ein paar Rohre mit, aber das brauche ich wirklich noch. Ja, endlich eine Schubkarre. Die ist wirklich gut. Ich habe die nochmal nachge... Guck mal hier, stopp mal. Guck mal hier, was ich hier noch gemacht habe. Die meisten Leute haben ja nur meinen verzweifelten Versuch gesehen. Aber guck mal, ich habe hier nochmal eine Schiene drunter gemacht. Und das ganze Ding auch, wie du sehen kannst, lackiert, damit das nicht rostet. Ist nur geil. Danke. Hier, das Ding brauchen wir auch im Klimansland. Weißt du, was man damit nämlich machen kann? Damit, wenn du da mit Schmackes drüber fährst, kannst du versuchen, auf 2 Rädern so quer zu fahren, glaube ich. Hier die Tonne, genau, die kann auch mit. Das wird Feuertonne, da brauchen wir nicht mehr den Boden wegzusprengen. Das ist kein Müll, das ist nur zusammengeschraubt. Und in Einzelteilen müsste ich das jetzt nicht wegräumen. Vorsicht. Ich habe hier noch so ein selbstgebautes Wakeboard. Das wird man noch in einer der späteren Folgen sehen, was es damit auf sich hat. Guck mal hier, ist auch geil. Das ist so ein Kiteboard-Buggy, gehört meinem Onkel. Muss ich noch ein bisschen fertig machen, da fehlt irgendwas. Geil, ich habe den coolsten Kram, ey. Ich baue nichts, ich räume aus. Das mache ich für dich, das weißt du. Völlig beschäftigt. Ja, mega. Ja, ihr habt mich jetzt in einer ungünstigen Situation erwischt. Ja, mit Schwung, mit mehreren Leuten. Wollen wir das nicht einfach hochheben? Wir sind noch ein paar Leute. Der Schubkarreninhalt ist da ja auch noch nicht oben. Weil es keinen Sinn macht, weil die Motorräder da erst hoch müssen. Ich würde die Scheiße einfach heben, ganz ehrlich. Das ja, ist einfach. Heb! Ja, lass heben. Komm mal her, du. Ey, du da hinten im Snoop Dogg T-Shirt. Komm mal her. Ja, ich habe auch gedacht, das macht Spaß. Jetzt komm, fass mal an. Du gehst kurz darauf und dann heben wir das hoch und du nimmst das in Empfang. Wie soll ich denn da hochkommen? So, Prinzesschen. Das ist natürlich schwierig, das jetzt. Gut, so. Kannst du mal mit anfassen? 1, 2, 3. Oh, ich schaff's vorne nicht. Das ist das allerschönste Ergebnis, das du mir wünschen konntest, dass du komplett scheiterst an deinem Ende. Ich hatte den nur gerade falsch angefasst. Oh, meine Hand. Ey, guck mal, Nummer 1 ist oben. Wo war jetzt das Problem? Nächstes. Aua. Oh, fass an hier, den Griff. Den Griff, hoch. Oh, so. Habt ihr? Buggy hoch. Also denkt dran, wir müssen jetzt gleich noch das Aero-Trim aufladen. Ja, das muss alles nach da, damit das Aero-Trim dahin kann. Wir bauen das jetzt erstmal ab und dann gucken wir, wie es weitergeht, okay? Achso, hier den Motor noch. Der ist so easy, den kannst du einfach hochheben, das ist ja nicht schwer. Oh nee. Ich komme da ohne Scheiß nicht. Meine Hose hängt auch zu tief. Ich habe viele Probleme. Und ich mach das jetzt. Ich leg den nicht hin. So, du Zacker. Wo bist du, Junge? Tipptopp. Man hat immer genau den nicht, den man braucht. Ja, der 13er passt nicht. Ich brauche einen 14er. Shit, ich brauche einen 15er. Ich habe einen 16er. Geht der vielleicht auch? Du musst ein bisschen aufpassen. Wenn irgendwann der Punkt kommt, ne? Da kommt das aber rigoros dann. Das ist doch aber richtig, wenn ich die abmache, ist hier Feierabend, ne? Richtig. Also du musst noch bitte einmal mithelfen, wenn möglich. Gefährlich ist es eigentlich nicht. Sondern ihr haltet das jetzt einfach fest und hebt das ein bisschen an.
Ja. Oh, so. Das ist halt das IKEA-Prinzip. Das ist mein erstes Bauwerk, was eine unglaublich monströse Höhe, Größe und auch Imposanz mit sich bringt. Und das ist auch direkt auch noch demontierbar. Ist das nicht unglaublich? Wenn IKEA das hier gebaut hätte, wäre ich da eher reingestiegen. Das jetzt noch zweimal und dann haben wir es fast. Aber wenn es dann wieder aufgebaut ist, die Molde dreht durch. So, gleich rauf, weil wir jetzt gerade ein paar Mann sind, oder was? Jetzt kippt ihr das mal so weit ihr könnt. Wie soll das denn gehen? Scheiße, ich dachte, das passt hier rauf. Wir lehnen das einfach hier ein Stückchen rüber. Hauke, das ist noch so ein bisschen uncool hier. Okay. Pause, Pause, Pause. Es wäre ja auch so, dass es nach so einer Aktion, wo man mithelfen muss als Bürger, ja, klar, gibt es immer auch eine Party und eine Bratwurst. Und hoppla. Hoppla, hopp, hoppla, hopp. Eins, zwei, drei. So, hier. Der mit den Armen hat das gemacht. Warte, noch ein Stückchen. Aua, ah, voll in die Hand. Eins, zwei. Hast du zu? Warte, nein, nein, stopp! Das Ding ist da komplett drin verkeilt. Das passt hier nicht um den Baum rum. Oh, nee. Ich fahre ein Stück zurück, das können wir ja ganz gut. Festhalten! Ja, wir müssen, ich weiß auch nicht, eigentlich weiter einschlagen. Ja, sind vorbei. Oh, der Anhänger. Stopp! 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 Ja, fahr! Nee, stopp! So, jetzt geht das ja wohl. Jawohl! Du komm hier, komm ins Cockpit, wir wollen los. Du sagst, wenn irgendwas runterfällt, ne?